Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Jungle Drum Radio. Heute geht es um ein Thema, bei dem mir ehrlich gesagt die Hutschnur platzt. Ein wenig zumindest. Es geht darum, dass ein kleiner Lokalsender im Thüringer Raum, genauer gesagt mit Sitz in Weimar, es gewagt hat, sich dem Grundsatz des Journalismus zu widmen, Audiatur et altera pars, man höre auch die andere Seite. Getan hat er das, indem er Teile des russischen Senders Russia Today ausgestrahlt hat, genauer gesagt den fehlenden Part. Und dafür, ja, bekommt er jetzt offenbar Ärger. Der Sache würde ich gerne auf den Grund gehen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich heute den Gesellschafter und Geschäftsführer dieses Senders hier am Apparat habe, den Klaus-Dieter Böhm. Guten Tag, Herr Böhm. Schönen guten Tag. Ja, Sie haben es ja gehört, was ich gesagt habe. Warum haben Sie eigentlich überhaupt diesen fehlenden Part ausgestrahlt? Vorweg eine kleine Berichtigung. Ich bin nur Gesellschafter, nicht Geschäftsführer. Geschäftsführer von Salve TV ist Frau Judith Noll. Warum haben wir das gemacht? Wir verfolgen als Sender und ich persönlich auch als Bundesbürger die Berichterstattung über Russland und die entsprechenden Konflikte, ob das jetzt Olympia, ob das jetzt Fußball, ob das jetzt Ukraine ist. Und was auffällt, ist, dass wir einen Mainstream haben, eine sozusagen Monopolmeinung, böses Russland, böser Putin. Und nachdem Russia Today auch in Deutsch erscheint seit einigen Monaten und im deutschen Feuilleton ein Aufschrei, das sei Propaganda und so weiter, passierte, haben wir uns das mal genauer angeschaut und dann festgestellt, dass angesichts der bisher einheitlichen Meinung in den meisten deutschen Medien ein Zwischenruf von Seiten der russischen Seite durchaus angebracht sei, weil man kann sich besser eine eigene Meinung bilden, wenn man auch die Position des anderen hört und mindestens versucht, die zu verstehen. Und so sehen wir das auch. Es muss jetzt nicht unbedingt immer unsere Meinung widerspiegeln, was in dem geschlossenen Beitrag von Russia Today passiert, aber wir halten das für einen wichtigen Diskussionsbeitrag und einen Informationsbeitrag für die Bevölkerung. Wir selber haben eine Reichweite von rund 200.000 technisch möglichen Zuhörern und Zuschauern und glauben, dass das schon mal ein kleiner Beitrag zur Bereicherung der demokratischen Willensbildung ist. Wie reagiert Ihr Publikum denn auf diese Ausstrahlung? Was wir wirklich sehen, das ist unglaublich. Eine Welle von Zustimmung. Wir haben so viel Zuschriften, E-Mails bekommen oder wer auf unserer Webseite unter die Beiträge schaut und die Kommentare dort sieht. Das ist ein durchweg positive Reaktion. Wir gehen ja auch auf die Straße und fragen die Leute, was sie davon halten. Und es fällt uns schwer, negative Stimmungen einzufangen. Offensichtlich, wie schon einige Medien beschrieben haben, gibt es in der Bundesrepublik eine Stimmung, 60% der Bevölkerung halten diese Stimmungsmache gegen Russland für falsch und möchten im Grunde genommen umfassend informiert werden. Und wir befriedigen möglicherweise dort ein Bedürfnis. Aufmerksam sind die meistens geworden durch die umfangreiche Berichterstattung fast aller deutschen Monopolmedien. Die haben ja über uns berichtet und dadurch sind das viele erst auf uns aufmerksam geworden. Und das beflügelt uns eigentlich. Ja, nicht alle beflügelt es. Manche kritisieren es auch. Zum Beispiel die Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling von den Grünen, die meint, unkommentierte Ausstrahlung von RT ohne journalistische Auseinandersetzung geht gar nicht. Oder der SPD-Landtagsabgeordnete Werner Pidde, SPD, der meint, das sei hier eine einseitige russische Sicht, was nicht dazu beitrage, sich ein objektives Bild zu machen. Ich meine, das ist doch lächerlich. Den Vogel abgeschossen hat eigentlich der Sprecher der AfD, ein gewisser Stefan Brandner, der hält es nämlich für bedenklich, wenn fremde Mächte auf Kosten von deutschen Beitragszahlern Propaganda machen. Also man sieht, hier wird wirklich eine Front aufgebaut. Wie sehen Sie das denn? Wie stehen Sie zu diesen Anschuldigungen? Ja, das erste Mal ein weitverbreitetes Missverständnis. Lokalfernsehen ist kein Nutznießer der Gebühren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir bekommen zwar einen ganz kleinen Beitrag, Unterstützung von Kabeldiensten, das macht im Monat 300 Euro aus. Nein, wir sind nicht unterstützt, insofern ist die AfD falsch. Und ansonsten ist das ein durchgängiger Reflex
und das widerspiegelt eigentlich die gegenwärtige Stimmung. Wenn es um Russland geht, muss man auf jeden Fall offensichtlich von der jetzt herrschenden Politik sofort sagen, ja, also das ist ja nicht so gut. Also man darf sich auf jeden Fall nicht auf deren Argumente einlassen. Natürlich halten wir diese Diskussion für sehr wichtig und glauben auch einigen Politikern ein Lehrbeispiel dafür zu geben, dass man mal zuhören sollte, was die Bürger meinen und was sie möchten und dass man sich möglicherweise auch an dem orientiert. So wie es jetzt im Augenblick läuft, glaube ich, liegen all diese Stellungnahmen daneben, denn wer kommentiert schon den Report oder wer kommentiert dann Jauch mit seiner Sendung oder so. Es ist nicht üblich, dass man Beiträge kommentiert. Man kann dazu eine Stellungnahme abgeben und wir würden das auch machen, wenn wir mit Dingen konfrontiert werden, die wir für unwahr halten oder so. Aber das ist bisher nicht notwendig gewesen. Ja. Was für einen Anteil an Ihrem gesamten Sendevolumen oder Programmvolumen nimmt dieser fehlende Part denn ein? Das sind doch keine 10% oder nicht mal 5%. Und das will ich jetzt nicht sagen. Wir produzieren jeden Tag mit Werbung eine Stunde. Die wird normalerweise dann in der Schleife wiederholt, sodass man im Laufe des ganzen Tages irgendwie in unsere Sendung einklinken kann. Und wir wiederholen den fehlenden Part 4-mal in diesen Wiederholungen. Das ist also ein bisschen mehr als 30%. Und wir haben schon seit ewigen Zeiten auch mehr touristische Beiträge aus China, um im Grunde genommen auch unseren Zuschauern die Möglichkeit zu geben, sich von unserer Seite aus über China und das, was in China kulturell und sonst so passiert, das ist jetzt keine politische Nachrichtensendung, aber sich dort ein Bild zu machen, weil wir glauben, dass wirtschaftliche Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis von großem Wert ist und dass, wenn man wirtschaftlich miteinander was zu tun haben möchte, die erste Position ist, den anderen besser zu kennen. Jetzt prüft die Thüringische Landesmedienanstalt, ob sie ihnen die Sendelizenz entziehen soll, weil sie diesen fehlenden Part ausstrahlen. Ist dieser Vorgang denn aus Ihrer Sicht mit dem Grundgesetz vereinbar? Ich will das mal frei zitieren. Artikel 5 Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung frei in Wort, Ton und Bild auszudrücken oder zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Das ist vielleicht nicht Wort für Wort richtig, aber inhaltlich. Ist das aus Ihrer Sicht hier gegeben? Das ist ganz klar, das ist die Grundlage, worauf unsere Arbeit beruht. Für die Landesmedienanstalt muss ich insofern Partei ergreifen, als ihre Aufgabe generell das ist, zu überprüfen, ob die Medien, denen sie eine Lizenz gegeben haben, ob die entsprechend der Lizenzvergabe sich verhalten, ob der Jugendschutz eingehalten wird, ob alles nach Recht und Ordnung zugeht. Insofern ist das ihr täglich Brot. Sie schauen sich immer unsere Sendung an und die werden dann letztendlich bewertet. Und dann kann es sein, dass wenn die von außen Hinweise kriegen, ob das in Ordnung ist, dass sie aktiv werden. Es ist auch so, dass die Landesmedienanstalt aktiv geworden ist. Sie hat uns angeschrieben, ob wir wirtschaftlich dafür honoriert werden, dass wir diese Sendung ausstrahlen. Das haben wir verneint. Es gibt ja keinerlei wirtschaftliche oder finanzielle Vergütung. Das machen wir aus freien Stücken, um im Grunde genommen der demokratischen Willensbildung in Deutschland eine bessere Voraussetzung zu geben. Und in den Medien wurde darauf hingewiesen, in der Süddeutschen, dass wir in anderthalb Jahren unsere Lizenz verlängern müssen. Wie sich das dann darstellt, muss man dann zum Schluss sehen. Es gibt ja keinerlei Hinweise, dass man uns die Lizenz entziehen möchte im Augenblick. Wie das dann später sein wird, wissen wir nicht. Aber ich glaube, dass da wir uns auf dem Boden des Grundgesetzes befinden, würde es schwer sein, dass es die Versammlung der Landesmedienanstalten, wo öffentlich Verantwortliche in dieser Versammlung sind, dass die ein Problem damit haben, dass wir uns demokratisch verhalten, würde ich jetzt als erstes mal nicht so stehen lassen, sondern gehe davon aus, dass wir auch die Lizenz verlängert bekommen. In anderthalb Jahren ist ja noch viel Zeit. Man kann ja auch nicht direkt von der Zensur sprechen. Es ist ja niemand zu Ihnen gekommen und hat gesagt, ich verbiete Ihnen, das jetzt auszustrahlen, sondern man hat also gewartet, bis Sie es ausgestrahlt haben und dann kam im Grunde genommen die Schelte, also im Grunde im Sinne eines Dog-Bashings. Ist das nicht ja, vielleicht doch... Wir hatten ja diese Situation schon mal, wir haben ja vor geraumer Zeit, als hier
hier der erste linke Ministerpräsident in Thüringen gewählt worden ist, diesen Ministerpräsidenten 100 Tage mit unserem Sender begleitet. Und da gab es ja auch eine Riesenkampagne hier im Ländle und in ganz Deutschland, Ramelow und Co., Staatsfernsehen ist mit der Demokratie nicht vereinbar, verstößt gegen das Grundgesetz und all das wurde uns ja durch die Monopolpresse vorgehalten. Das ist von der Landesmedienanstalt geprüft worden, also diese Hinweise und diese Wünsche, uns das Handwerk zu legen, und man ist letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass wir uns an Recht und Gesetz halten und dass das mit dem Grundgesetz und mit allen rechtlichen Voraussetzungen in Übereinstimmung stand, dass wir das machen. Schon damals hatten wir eine große Aufmerksamkeit. Wir haben das mal kontrolliert und bemessen. Das waren damals mehr als 40 Millionen Erwähnungen in öffentlichen Medien. Diesmal hat es fast die gleiche Qualität wieder erreicht. Das zeigt, dass wenn man sozusagen im Grenzbereich der herkömmlichen Berichterstattung sich bewegt, dann wird das zur Kenntnis genommen. Also wer nichts bewegt, wird auch nicht zur Kenntnis genommen. Und insofern fühlen wir uns geehrt durch die große Aufmerksamkeit. Nun gut, aber es stellt sich natürlich die Frage, was soll dieser ganze Bohai? Ich meine, der fehlende Part, das ist eigentlich, ich habe ihn selber schon öfter gesehen, das ist ausgewogene Berichterstattung, das ist keine Propaganda, das sind Redakteure, die vertreten natürlich ihren Standpunkt. Das sollen sie ja auch, aber es ist nicht so, dass sie irgendwie unwahre Tatsachenbehauptungen aufstellen, dass da Verleumdung, Volksverhetzung, Beleidigungen oder sonst etwas derartiges gesendet wird, sondern die bringen sehr sachlich ihre Meinung und geben vor allen Dingen eben auch Bundesdeutschen die Möglichkeit, dort mal zu Wort zu kommen. Warum also diese Panik vor so einem kleinen, ja, im Grunde genommen ist es eine Lappalie. Ja, das hat ja was mit der allgemeinen Streitkultur in Deutschland zu tun. Also wir haben Monopolmedien, die Monopolmeinungen vertreten, die auch politisch einen Hintergrund haben, was man erreichen will. Im Augenblick will man Russland isolieren. Putin hat im Bundestag in deutscher Sprache für jeden Politiker nachvollziehbar und verständlich gesagt, kommt mit eurer NATO uns nicht zu nahe. Es gibt Verträge, dass das eigentlich nicht geschehen sollte, und was jetzt geschieht, ist, dass sie ihnen immer näher kommen. Deswegen sollen wir durchaus Verständnis haben für das, wie die Russen das empfinden. Die sind ja schon mal von uns überfallen worden und es gab Millionen Tote, und das wird man so schnell nicht aus diesem Volk herausbekommen, obwohl wir eigentlich gute Verbindungen hatten und gute Beziehungen. Und all diese Propaganda, wir müssen uns unabhängig von den Russen machen wegen der Energie, die vergessen, dass in der Zeit des höchsten Kalten Krieges die Russen immer ihre Lieferungen erfüllt haben, immer Öl und Gas geliefert haben. Also da sehe ich überhaupt gar keinen Grund dafür. Und da muss man sich natürlich mal anschauen, wer hat ein Interesse daran. Im Augenblick hat Deutschland, zahlt einen hohen Preis. Hier in Thüringen sind dann eine ganze Reihe von Firmen von diesen Boykottmaßnahmen betroffen. Arbeitsplätze sind gefährdet. Die Existenz von Firmen sind gefährdet, die sich in einem großen Umfang mit einem Russlandgeschäft beteiligt haben. Das muss man sehen. Und auf der anderen Seite liest man, dass der auf niedrigem Niveau vorhandene wirtschaftliche Austausch zwischen Amerika und Russland sogar im Augenblick steigt. Da fragt man sich, was ist denn das für eine verkehrte Welt und was für einen Preis zahlen wir? Wir sollten meiner Meinung nach ein gutes Verhältnis zu Russland anstreben. Wer miteinander redet, der wird nicht aufeinander schießen. Und wir möchten, dass man zuhört, dass man versucht, die russische Seite zu verstehen. Man muss ja nicht alles akzeptieren, aber verstehen sollte man das. Und dann sollte man einen Weg finden, wie man wieder friedlich und ohne Boykottmaßnahme und Drohgebärden aufeinander zugeht. Sie haben vorhin ein schönes Stichwort gegeben, ich wiederhole es mal, Propaganda. Wie kann es sein, dass man sich darüber aufregt, dass jemand überhaupt Putin versteht? Putin-Versteher, das ist ja schon ein Schimpfwort. Ich meine, im Grunde genommen ist es eigentlich eher ein Schimpfwort, wenn man zu blöd ist, jemanden zu verstehen. Wenn man jemanden versteht, dann ist das die Grundlage für eine Kommunikation. Und da komme ich jetzt zum eigentlichen Kern dieses Themas. Mal schauen, ob Sie noch mitgehen mit mir, denn jetzt wird's ein bisschen, ja, streng. Es gab da schon mal jemanden, der hat
dieses Thema Propaganda sehr, sehr zur Kunst erhoben, ein gewisser Josef Goebbels, der hat nämlich mal gesagt, das Schwierigste an einem Krieg ist es, das Volk dazu zu bewegen, mitzumachen und in den Tod zu rennen, freiwillig. Und dazu hat er 3 Schritte entwickelt. Schritt 1, man dämonisiere den Gegner, also erstmal einen Gegner aufbauen, dann schlecht machen, dämonisieren. Das haben wir gesehen mit Gaddafi, das haben wir gesehen mit Assad in Syrien und jetzt sehen wir es auch mit Putin. Der nächste Schritt wäre es dann, immer wenn das geschieht, treten Mana auf den Plan und versuchen Vernunft und Ruhe reinzubringen in die Diskussion. Die müssen diffamiert werden, die müssen herabgewürdigt werden als Verräter, als Feinde. Das ist genau der Punkt, den wir jetzt haben und weshalb Sie jetzt hier in der Klemme stehen. Und der dritte Punkt wäre dann eigentlich nur noch zu behaupten, wir werden angegriffen, wir müssen uns wehren, sonst sterben wir alle. Und ab dem Moment kann man dann wunderbar einen Krieg anleiern. Also sehen Sie das hier auf uns zukommen oder sehe ich hier vielleicht ein bisschen zu schwarz? Ich sehe jetzt mal erstens mal, dass wir das machen, was wir machen, als einen Ausdruck dessen, dass wir in einer Demokratie leben und dass wir Meinungsfreiheit haben, dass das einen Großteil der herrschenden Meinungen und der Medien nicht gefällt. Das gibt ein Beispiel dafür, wo wir uns im Augenblick befinden. Wir selber haben das mal begründet in unserem Interview für die Ausstrahlung der Sendung, dass es uns stört, dass wir in den Medien quasi kriegsreif geschrieben werden. Wir sollen, wie Sie ausführen, und da müssen Sie eigentlich nicht Goebbels nur herbeiziehen, sondern generell, wenn man einen Feind aufbauen will, dann muss man also möglichst durch Tröpfchen Infusion jeden Tag das machen. Und das hat sich ja gewandelt. Also wir haben nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Welt haben wir eine kleine Phase von Hoffnung und Frieden gehabt. Und im Augenblick haben wir auf der ganzen Welt eine extreme kriegerische Situation und desolate Verhältnisse, die nicht durch Russland herbeigeführt worden sind, sondern die eindeutig andere Ursachen haben. Und das möchten wir deutlich machen, wo das Interesse ist. Wenn ich mir die amerikanische Außenpolitik anschaue, verstehe ich sie eigentlich nicht mehr, außer ich könnte mir vorstellen, das einzige Konzept, was man noch in Amerika hat, das ist, dass im Grunde der militärisch-industrielle Komplex ein Interesse an der totalen Zerstörung hat. Da hat man dann schon genug Profit mit den Waffen gemacht und die Waffensysteme sind ja heute sehr teuer, die für diesen Zustand verantwortlich sind. Und wenn dann das totale Chaos ist, dann stellt man sich hin und hilft dann wieder beim Aufbau dessen, was man vorher zerstört hat. Also dieses, was man bei Kindern kennt, dass sie einen Turm aufbauen, wieder kaputt machen, wieder aufbauen, kann möglicherweise so ein Motiv sein, um möglichst maximale Profite zu haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber um diese Meinung und diese Diskussion zu führen, dafür strahlen wir letztendlich eine andere Meinung, einen anderen Diskussionsbeitrag, eine andere Farbe der gegenwärtigen Interpretation der Weltlage aus und glauben, dass wir damit einen wichtigen Beitrag leisten. Das finde ich auch sehr gut und ich bin Ihnen dafür sogar richtig dankbar. Sagen Sie mal, wie beurteilen Sie denn jetzt Ihre Chancen in dieser Sache? Meinen Sie, Sie kommen da heil aus der Nummer raus oder droht da noch Ärger? Wir werden das weitermachen. Das wird davon abhängig. Es gibt ja keinerlei vertragliche Vereinbarung. Wir haben dieses Bedürfnis, dass wir diesen Zwischenruf von der russischen Seite veröffentlichen, per Handschlag festgelegt, lassen das laufen, glauben, dass es von Interesse ist. Wenn wir die Unterstützung durch die Zuschauer und durch die Bevölkerung bekommen, umso besser. Worum ich mich bemühe, ist, wenn das Beispiel sich also sozusagen gut antut, anderen vorzuschlagen, das mit zu übernehmen, denn Lokalfernsehen ist letztendlich die Kritikkraft im deutschen Fernsehen. Wir haben in jedem Bundesland eine ganze Reihe von Lokal-TV-Stationen, die von einem ganz erheblichen Teil der Bevölkerung geschaut werden. Und wenn andere unserem Beispiel folgen, wäre ich da sehr erfreut und hoffe, dass diejenigen, die uns jetzt verteufeln, da auch nachdenklich werden, weil die Reaktionen sind so positiv, das ist wohl einigen auch ganz böse aufgestoßen. Herr Böhm, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Interview. Bitte sehr. Ich wünsche Ihnen gute Zeit. Wiederhören. Wiederhören. Wiederhören.